Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Alan Wake mit mir von der Gameplays als Hobby. Und ich sehe gerade, es wird langsam dunkel. Machen wir mal ein schönes gelbes Licht an. und spielen weiter. In 2K natürlich, ne? Und ich hoffe doch auch auf Kopfhörern guckt ihr, Leute. Denn ohne Kopfhörer ist nicht so toll. Das Erlebnis wie mit Kopfhörern. Kontrollpunkt erreicht. Auch schön. Haben wir hier denn noch irgendwie was drin? Irgendwo. Hier ist schon mal nichts. Hier hätten wir noch eine Manuskriptseite. Ein Jagdgewehr. Okay. Sonst wohl nichts. Da geht es wohl weiter. Wir gucken erstmal hinter das Gebäude und schauen, ob hier auch noch etwas zu finden ist. Hier geht es weit hoch. Aber sieht nicht so aus, als ob hier hinten etwas sei. Nope. Okay. Sind wir denn mittlerweile an der Stelle, wo hinter dem Baum doch so ein Thermoskan zu finden ist? Ich habe keine Ahnung. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich nicht mehr zurück. Okay. Oh, ein altes Flugzeug. Hier ist wohl mal ein Flugzeug abgestürzt. Eine Leuchtfackel. Eine Leuchtfackel verspricht nichts Gutes. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Rücken. Okay. Wir haben ja auf jeden Fall diese komische schwarze Suppe. Kann man da reingucken? Nee. Hier muss es ja wohl was Besonderes geben. Da hinten ist eine Kiste. Da gehen wir am besten gleich hin. Noch ein paar Leuchtfackeln. Schön, schön. Okay, dann gehen wir doch mal da rein. Jetzt haben wir es hochgemacht. War hier noch auch noch was drunter? Das wäre es doch jetzt gewesen, wenn unter dem Flugzeug eigentlich noch eine Seite oder sowas gewesen wäre. Und ich nur durch das Umkippen
Hätte finden können, aber hier ist nichts. Okay. Hätte ja sein können. Wer atmet hier denn so komisch? Ich bin's nicht. Okay, wir müssen wohl hier runter. Der Waldspaziergang ist ganz schön lang. Oh je. Noch einer. Meine Güte. Und da auch. Sehr schön. Einmal gespeichert. Einmal ausruhen und speichern. Und wir müssen irgendwie hier hinten weiter lang. Okay. So, hier müsste es doch eigentlich irgendwo sein, oder? Mit der Thermosflasche. Ah, ich habe sie gesehen. Da hinten ist sie. Wenn es die ist. Und wir wollen natürlich nichts verpassen, also gehen wir hier eigentlich den regulären Weg. Aber hier scheint an sich nichts mehr zu sein. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Die wird bestimmt nicht unbewacht sein. Oder doch? Trotzdem sehe ich nicht den Baum mit der Thermosflasche. Scheiße. Naja, gut, okay. Hä, was? Hier ist es vorbei? Sehr schön. No Problemo für meinen Cowboy. Mein Red Dead Redemption 30. Okay, scheint sonst nichts zu sein. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Yay, ein Kontrollpunkt. Sehr schön. Unsere Munition geht flöten. Wir haben nur noch 9 Stück. 9-mal Munition für unseren Revolver. Oh. War das so beabsichtigt? Meine Güte. Das war jetzt einfach nur Reflex, dass ich runtergehüpft bin. Eine alte Mühle.
Sehr schön. Wir haben ein bisschen Munition gefunden. Auch schön. Wo kommt denn der ganze schwarze Dünnschiss her? So Dünnschiss der Dunkelheit oder sowas. Oder Dünnschiss der Finsternis. Sollte man immer wegmachen. Wer weiß, was kommt. Und ich brauche Platz zum Wegrennen oder sowas. Gehen wir weiter hoch oder gehen wir hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Ein Manuskript. Okay, doch gut, dass wir erst hier lang gegangen sind. Na, dann können wir jetzt hier weitergehen. Kann er darüber hüpfen? Ja, er kann. Okay. Na denn, ist ja gut. Leuchtfackel. Immer eine angenehme Hilfe, diese Dinger. Ah, da geht's hoch. Wieso müssen wir eigentlich so weit hoch? Was ist hier oben? Kommen wir doch gar nicht mehr weiter. Okay. Sollte wohl eine Schocksequenz sein. Hat zum Glück nicht gefruchtet. Es durch den Wald schaffen. Kontrollpunkt erreicht. The Darkness Rares here. Was? Face. Vorsicht, Frolos Nesten! Was ist das denn schon wieder für einer? Hallo? Autsch! Hm. Ein Jagdgewehr. Noch eins. Die großen Kaliber hebe ich mir immer lieber gern auf. Aha. Da haben wir noch eine Manuskriptseite. Schon wieder eine, der so schwer atmet. Was haben die Leute denn so für Probleme, dass sie immer so schwer atmen? Wenn ich da jetzt rüber hüpfe oder sowas, da ist nichts, ne? Nö. Hui. Okay, hier hinten gibt es wohl auch nichts mehr. Hier müssen wir wohl hoch. Und rüber. Oh, hier haben wir noch einen Kasten. Da haben wir hoffentlich wieder ein bisschen mehr Munition. Ein klein wenig. Besser als nichts. Hier gibt's nichts.
Zwei Stück davon. Die hat echt viel aus, ja. Oh, nur noch 15 Kugeln, ey. Scheiße, nee. Darf ja wohl nicht wahr sein. Was? Ich wollte zurück zu Barry, ne? Was ist das überhaupt für ein Weg, dass ich zu denen zurück will? Da bin ich doch gar nicht hergekommen. Kontrollpunkt erreicht, sehr schön. Wir haben wieder ein bisschen Munition gekriegt, das ist gut. Camp Crowns. Einfach mal dagegen laufen. Wer macht denn die ganzen schönen Bäume kaputt? Das gibt's doch nicht. Ein Kettensägen, Mann. Oh. Was sagt's denn? Puh. Bei so einem großen Kaliber sollte man doch lieber auch einen großen Kaliber auspacken, ne? Ein Kettensägen, Mann, ey. Unfassbar. Oh, hier ist dunkel. Wo bin ich hier? Hier ist so still. Ich glaube, einerseits bin ich hier oben verkehrt, aber andererseits ist es wunderbar ruhig. Okay, hier sind wir wohl richtig. Kontrollpunkt erreicht. Elderwood National Park, National Park Service, Department of Interior. Keine Ahnung, was das ist. Hier geht's aber nirgendwo mehr hin. Ah. Doch da. Barry? Ja, die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Es ist wie bei Hitchcock, alles klar. So, wir sind bei 19,5 Minuten, das heißt, ich mache jetzt Pause, beziehungsweise ich beende hier diesen Teil, denn es bringt jetzt nichts, in der halben Minute noch was anzufangen. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wir haben einen Kettensägenmann gefunden, den haben wir aber gut eigentlich in den Griff bekommen. Das ging eigentlich ganz gut, ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ihr dürft mir das natürlich wie immer mit dem Daumen oben und ein Abo zeigen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei anderen Let's Plays. Nachher kommt ja noch einmal Pokémon Let's Go Evoli raus und Mario Kart und... Wobei Mario Kart oder Pokémon Tekken, ich weiß es nicht, vielleicht sogar auch Super Smash Bros., was, ich weiß es nicht. Bis dahin ist ja, bis ihr den Teil seht, ist ja Super Smash Bros. Schon draußen. Abwarten, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid einfach wieder dabei. Und spätestens morgen hier wieder. Ich wünsche euch bis dahin auch viel Spaß und ja, das war Alan Wake mit mir von der Game Best Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.